So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Und ja, ihr seht auch richtig. Es geht mal wieder über die Ü-Eier. Und zwar die neuen Minions 2020. Und das sind zwei Maxi-Ü-Eier. Ich hatte das Vierer-Pack schon aufgemacht vorgestern. Hab mir natürlich sofort auch zwei Maxi-Eier mitgenommen. Zwei von vier Figuren stecken immer hier drin. Also insgesamt vier Minions-Figuren gibt es. Wie viele Maxi-Eier dafür man kaufen muss, naja. So, jetzt eins. Ich lese natürlich auch die Kommentare. Da hat natürlich auch jemand drunter geschrieben, ah, die neuen, die sind sammelwürdig, die zahlen bei Ferrero mit Ü-Eier, die werden aufsteigen. Ja, aber nur weil viele die nicht kennen, sie werden gegessen. Das Spielzeug an sich ist ja vielleicht nicht schlecht, es hält ein paar Wochen. Dann ist es weg, kaputt. Früher die Ü-Eier, die waren aus einem Guss, handbemalt, alles tadellos. Möchte ich jemanden zitieren? Eine Abonnentin von mir, danke, die ziemlich nett ist, die mich auch noch woanders verfolgt, die sammelt, hat wahrscheinlich auch die Kommentare gelesen und hat sie früher gesammelt, weil sie findet auch die Figuren besser, die alten, ein Guss, handbemalt. Danke dafür für deinen Kommentar. Aber ich weiß es auch selber, die alten Figuren, die waren einfach ein Hingucker. Allein die alten Happy Hip-Hops in einem Fitnessstudio oder auf See, die waren tadellos. Die Krokodile, die Schulkrokodile, waren perfekt. Natürlich die Schlümpfe, das Dschungelbuch, das sind natürlich Kultfiguren, die heute einen Mega-Status erreicht haben. Das wären die neuen. Ab, ich sag mal so, die Serie Schwammkopf. Alles, was danach, Asterix, die erste und zweite, die ging auch noch. Schwammkopf war die letzte. Früher hat man ja auch immer Dioramen versucht zu bekommen. Sammelsetzkästen, so Schaukästen, wo man hin. Mit den neuen Figuren macht man das einfach nicht. Nein, die kommen irgendwo in eine Kiste, man spielt mit und das war's. Das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, meine persönliche. Eure Meinung dürft ihr gerne hier kundgeben, das wisst ihr. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir uns jetzt mal die neuen Kinderüberraschungs-Ü-Eier oder Maxi-Ü-Eier an. Zwei Stück mit den neuen Minions 2020. Also fangen wir jetzt direkt mal an. Und wie gesagt, danke für eure Kommentare letzte Mal. Und ja, ich antworte nicht auf alles, weil absolut hat man keine Lust. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste, ihr wisst es, Geschmacksprobe. Ja, sofort nachlegen. Schmeckt wie immer. Und ihr seht schon, ein dunkles Ei, das bedeutet, eine Figur ist drin. So konnte man das früher nie erkennen. Aber schauen wir uns die erste Figur mal an. Und ja, vielleicht haben die Großen Sammelpotenzial. Weil ich finde wirklich, ich bleibe auch bei der Meinung, die neuen, die haben es nicht so. Oh, was ist das denn? Packen mal weg. Ah, ein Musikfan. Das sind Kopfhörer. Cool. Sieht natürlich richtig cool aus. Muss man lassen. Kommt hier rein. Oh, bewegt sich auch ein bisschen. Und dann. Ah, eben mal hier schauen, wie das hier reingesteckt wird. Ach, da kommt es rein. Okay, so. Jetzt natürlich wieder zusammenbauen. Ich muss da natürlich erstmal schauen. Da rein. Ups. Zudrücken. Da ist die andere Seite mit zugegangen. So, ihr seht, richtig schön fest. Und der kann da drin sogar drehen. Ein Drehtanz. Aber hat was. Ist richtig witzig. Muss man echt lassen. Hier an sich steckt er nur drin. Er rutscht immer sofort raus. Soll wahrscheinlich so sein. Ihr könnt ihn jetzt drehen und gleichzeitig, ihr seht es, der tanzende Minions, der dabei Musik hört. Witzig gemacht, ist witzig gelöst, auch an sich,
als Standfigur nicht schlecht. Sieht witzig aus, ist mal was anderes, gebe ich echt zu. Aber jetzt ganz ehrlich, ist das sammelwürdig? Zum Hinstellen für eine Zeit lang als Deko? Ja. Zum Sammeln irgendwo ein Diorama bauen oder sich eine Kiste kaufen dafür? Nein. Aber ihr schreibt mir natürlich jetzt eure Meinung. Wie findet ihr den? Was haltet ihr von? Auch zum Sammeln? Man kann sich ja auch, wenn man die Figuren sammeln will, die sind einfach nur eingesteckt, vielleicht die Minions auf diesen Rollschuhe rausnehmen und dann extra sammeln. Aber wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Die Maxi-Eier, ja, es hat was. So guckt man sich das stundenlang an. Nein, nicht wirklich. Aber nichtsdestotrotz kommen wir natürlich jetzt erstmal zu das zweite Maxi-Ö-Ei mit den Minions. Ja, die Schokolade ist schon ein bisschen weich geworden, deswegen muss ich aufpassen, dass die nicht ups. Aber ich habe Appetit. Nachlegen sowieso immer. So, mal hier sauber machen. Jetzt kommen. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt was anderes drin habe. Weil wie gesagt, es gibt nur 4 verschiedene. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Nein, ihr seht, eine andere Figur drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, das sieht dann natürlich jetzt mal richtig. Ein Pilot. Und hier ist die Seite. Diese 4 gibt es. Ich sag mal so, frisch gewischt ist natürlich, oder frisch geputzt, ist natürlich ein Hingucker. Wenn die jetzt größer waren, irgendwo so hin als Scherz oder auf dem Schreibtisch, ihr habt gerade feucht abgewischt, ist das hier natürlich witzig, muss man sagen. Jetzt mit der Gondelbahn, da muss man wirklich nach Amerika fliegen und das live miterleben. Hier nur sehen, wie sie runterrollt, wahrscheinlich, und so einen Meter wegrollt. Naja, muss man das sagen? Ich glaube es nicht. Der ist dann schon witzig, der Pilot sowieso jetzt, wenn man das sieht. Aber das hier, das wäre richtig interessant. Die kann man auch benutzen, wenn man einen Schreibtisch sauber gemacht hat, einen Tisch immer hinstellen. Vielleicht kann man das Schild auch umwechseln. Wer den schon hat, schreibt es mir in den Kommentar. Das ist witzig. Finde ich witzig. Aber jetzt natürlich erstmal das Flugzeug zusammensetzen. Also erstmal Flügel rein. Einmal. Zweimal, ihr seht schon. Seht, guck mal das Mittelrad an. Seht ihr das? Wie das schon eiert? Jetzt ganz ehrlich. Nichts gemacht. Seht ihr das wirklich? Das Ei an, das Rad in der Mitte? Kann ja auch sein, dass es muss, aber es muss nicht. Kann schieben. Feste drücken. Loslassen, zurückziehen. Loslassen. Es passiert nicht. Sollte eigentlich was passieren? Mal runterdrücken. Laut Beschreibung ja, aber ihr seht, das Rad an sich, und die drehen sich auch. Sonst würde man hören, dass sie sich irgendwo aufziehen. Aber die Technik da drinne scheint wohl defekt zu sein. Aber macht ja nichts. Ist ja nur zum Anschauen, was drinne sein kann. Entschuldigung. Jetzt kommen die Aufkleber natürlich drauf. Ist natürlich jetzt leicht defekt, also klebe ich sie einfach jetzt so dahin. So. Musste der Aufkleber drauf? Wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich so. Die Seite mit Bestätigung. Und dann natürlich noch die Cockpitscheiben. Müssen wir eben aus dem Bild raus.
Ah. Aber wie gesagt, er fährt nicht. Ihr habt es gesehen, frisch ausgepackt. Das Rad in der Mitte, das eiert. Dann kommt natürlich der Pilot rein. So, vielleicht ist das auch jetzt erst gegeben, wenn der Pilot drinne sitzt. Nein, nichts. Es funktioniert nichts. Er zieht sich auch nicht auf. Also, wie gesagt, ist ziemlich witzig zum Anschauen. Als Dekostück, der hier sowieso. Aber mir wäre lieber, das kann man vielleicht was mit anfangen. Mit frisch gewischt oder frisch geputzt. Ist natürlich witzig, aber nichtsdestotrotz. Ihr schreibt mir jetzt trotzdem weiterhin eure Kommentare, eure Meinung. Wie findet ihr die neuen Minions? Besonders die aus den Maxi-Ü-Eiern. Und danke für eure Kommentare schon mal im Vorfeld. Und das Wichtigste ja sowieso, bleibt gesund und dann guckt hin und schaut zu.